Wenn das jetzt, war das so eine professionelle Zahnreinigung oder sowas? War das Reinigung? So eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt war das oder wie? Nein. Einfach normale Putz. Ja. Oder wie? Okay. So mache ich das jetzt. Aber ob das reicht. Und du hast das hier so leicht schwellung? Hier so innerhalb der Zähne so eine. Ah, okay. Geh mal mit der Zahnseide. Egal. Geh mal mit der Zahnseide. Setz dich mal einmal da zwischen. Sauber machen. Hast du Mundspülung? Wasser? Sondern antiseptische Lösung? Ach ja, dieses. Minute. Richtig. Eidol, ne? Oder sowas. Ja, so. Chlorhexamet, sowas. So in der Form. Aber. Einfach mal lang an dieser Stelle, ja. Lokal, genau an dieser Stelle lang, richtig lang. So eine Minute, zwei Minuten. Ein, zwei Minuten. Ja. Habe ich jetzt begriffen. Ein, zwei Minuten. Und jetzt will ich Revanche. Ralf. So. Go on. Einfach Backgammon, ja? Ja, einfach Backgammon. Entschuldige meine Blödsinn, ja, im Vorfeld, was ich hier mache. Was machst du denn? So. Ja, mach mal. Hier. Okay? Okay. Was hast du? Gut. Da bist du mit dem einen, ne? So. Also, good luck. Ebenso. Ja, wir haben gar keine Uhr. Oh. Für die hole ich jetzt. 4:30 Uhr. Ich habe einen hier. Kannst du die machen? 18 auf 18, ne? Ich habe einen. Auf 18. Wieso? 22, oder? Oh ja, stimmt. Stimmt, das ist 11 Uhr. Ich muss mal gucken, wie viel habe ich hier drauf. Ah ja, 22. Schaffst du das? Machst du das? Dann warten wir jetzt mal. Thank you.
Gramm. Schätze ich doch. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Schweiz sind wir beide. Ne? Hm. Ehrlich. Komm, Schweiz sind wir beide. Ja, gleich besser. Das ist fünfmal das gleiche Mist. Eine Mist nach dem anderen. Wart's ab, gleich wird's besser. Thank you.
Wusstest du, Ralf, direkt vor dem Preis, das, vier, das so das zu unterscheidet doppeln. Uns. Was? Ich bin auf dem Sonntag geboren. Aber schön. Ja. Diese Mut hätte ich nicht gehabt. Aber es war der Bundeswehr. Belohnt. Du bist auch das. Blut, weil du dann. Ja. War ich nicht. Ich hab den Mut gehabt, da nicht hinzugehen. Na.
Thank you.
Dann koffe ich es. Das Milch. Ja? Kaffee. Kaffee. Das Milch. Milch, okay. Kleine Pause, 5 Minuten. Ja, ich muss einmal warten, mit der 6. Ja, mit der 4. Ja. Muss ich noch einmal warten. Die verschreit schon unter dem Spiel. Man weiß nicht, was kommt, ne? Also wenn du die Priming machst. Da bin ich nicht so. Dass du nicht rauskommst, ne? Da habe ich keine Bedenken. Aber 6-4 kann ich erstmal von hinten reinspielen. Das wäre der richtige Zug gewesen. Läuft ja nicht weg. Sagen auch, der 3 kam auch der Frage, ne? Hängt dann auf seinem 1 auf. Ja, aber eins ist nur richtig. Das war so. Das ist ja schön, dass du stark auf den Dreierpunkt. Aber die werden es ja sehen. Das muss ja nicht heißen. Was ich kann ja mit meiner Patzerei bei dem Patzerei vorhin für uns auch der Hitze aufs Ober gemacht, wo du den Gemmel verloren hast. Mit Patzerei hast du was auf den Ober verzichtet. Optimal, weil du ein Pip-Projekt hast. Ne? Ja, das, ich kenne das Problem. Wenn ich jetzt 2-1 habe, ja, dann verschenke ich kein einziges Auge. Ja, und wenn ich eine 5 habe, bin ich immer nass. Ja, Kompetenz ist immer nass. Und das ist halt so ein Rechenspiel. Du verschenkst halt nur einen einzigen Pip, ne? Und gegen
Vereins, glaube ich, brauchst du dich nicht verteidigen, weil dafür ist es die Gefahr schon zu groß. Gegen Vereins kannst du dich verteidigen, wenn du riesen Favorit bist. Da war die Gefahr. Wir haben bei ja, ich bin ja mit zwei Standen Außenfeld auch nicht sofort aus. Nee, aber du hast ja zwei Möglichkeiten. Ne? Zwei Würfe, Zeit. Aber du, das ist schon sehr toll, dass du auch nicht. Wir können uns noch anschauen. Ansonsten bin ich. Allerdings spielt er auch nicht schlecht, das kann man nicht sagen. Du siehst das, was du weißt. So ist es. Dann würde ich auf die Fenster. Ja, nee, ja. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Das spielt ja hier die. Ich meine, das ist ja ein Anfänger. Im Prinzip ist das wirklich ein Anfängerfehler. Ne? Er muss jetzt noch eine 6-2 spielen, weißt du? Da spielt er die. Und dann hat er das gemacht. Wie hat denn er das gemacht? Er hat auf jeden Fall die 6 nicht reingespielt. Und dann. Er blieb da irgendwie. Auf jeden Fall hat er da einen riesen Bock in mich geschossen. Das ist ja predigt ja immer, die 6 muss man ja reinspielen. Mit Kämmen machen. Und naja, klappte das nicht so mit reinspielen. Dann musste er im Prinzip dasselbe Problem, wie ich eben auch hatte. Da musste er irgendwie ungünstig reinspielen. Von hier die 6. Dann hat er einen Tipp verschenkt, dann war er dann ein wenig zu kurz dann. Also da hat er noch was zeigen müssen. Ich kann nochmal technisch glauben, aber es ist kein gigantischer Fehler. Das ist kein Monsterplan. Ja, das ist ein einfacher Fehler. Genau. Aber du sagst doch. Für dich schon damit, hättest du einmal davor schon gedoppelt, redoppelt? Bevor du raus bist? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ja, auch nicht, ne? Nee, das darf ich nicht. Das ist zu wackelig. Verstehst du, zu wackelig. Aber andererseits, dadurch, wenn ich einen 6, dann nimmst du das nicht mehr. Wusste ich. Wenn ich einen 6, ja, habe ich denn meinen Markt verloren? Sehr viel? Nö, das nicht. Weil. Ich hätte auch gewartet. Vielleicht komme ich auch gar nicht raus. Ja, komme ich, genau, das habe ich auch gedacht. Vielleicht komme ich gar nicht raus, das stimmt. Aber mein 6 war für mich jetzt. Vielleicht kommst du nicht raus und kommst hier nicht rüber. Ne? Ja, 3-2 oder so. Ja, nee, ist klar. Ich habe da noch Schüsse. Du standst so gut noch. Ne? So. Ich kann mir vorstellen, das war jetzt noch ein Kick. Was? Ui, ehrlich? Jetzt ist schon getickt? Ich könnte vielleicht noch ein Kick gewinnen, ja. Wollte nur nicht. Schlechtes Gefühl, schlechter Lauf. Das kennt Dirk ja nicht. Er meint, das ist ein Kick, er muss das ein Kick. Das wäre ein riesiger. Ach, ja, das wäre interessant. Du nimmst da sowieso ein Kick. Ich könnte hier, und du könntest auch Gammon verlieren. Auf 4. Ja, ich Match kann aber auch gewinnen. Ich denke schon ans Gammon. Ich habe einen Anker und die Steine sind bald drin. Du kommst gar nicht rein, ich mache hier. Das sind 5% Gammon, die ja drin sind. Also. Hast du schon denn einen? Ja. So. Jetzt.
verwenden wir. Mhm. Die waren so? Klo eine steht's. Ne? Zwei. Drei. Vier. Ja? Ja. Ich glaube, das war ein zu viel, ne? Ja. Deutscher Gipfel. Gewonnen. Also knapp gewonnen. Entweder davor oder da. Nach, ne? Dahinter. Das muss aber. Zwei Runden, ne? Ja. War das eine 2? Ja. Gleich. Mann. Kann man auch vereinbaren, dass das gilt, ne? Ja. Abmachen ist das. So ein trauriger Wurf. So viel Energie verbraucht. So viel Energie da war. Und ich kriege das nicht mal rüber, ne? Das ist so. Das war schon. Ich mache das immer mit dem einen. Ein einer Pass ist doch eine ganze Menge. Ne? Jetzt brauche ich einen. Nur einer.
Naja. Irgendwie. Geschafft. Irgendwie geschafft. Thank you.
Ja. Einer von uns beiden wird keinen Spaß mehr haben. Hier. Gut, das ist so, ich rekonstruiere das ja. Nochmal. Nochmal? Liegt das hier? Mhm. Deshalb braucht ihr so lange. Ja. Das ist die Stellung. Das ist das, jetzt ist es korrekt. Gut. 4-5. Genau deswegen wollte ich das nicht machen. Nicht machen? Einziger Wurf. Soon we will start the match and the winner of this pairing will be the second finalist of our main bracket after David Kassel and Ron Israel. And our sides in this one are Radu Ciordan from Romania, who will be challenged by Jakob Markussen from Denmark. Give them a hand, please.
fotoğraf için çok acil gelsin bize. Thank you.
Vier Spitzen. Ralf. Ja. Last Chance. Du hast riesige. Das muss ich auch mal probieren. Thank you.
just entertainment. Okay, irgendwie war das, ne? Ausgeglichen. Du bist aus Gemma rausgekommen und ich hab dann Spiel noch gewinnt. Irgendwie verrückt, aber. So, steht. Noch nun. Yes, yes. I will bring it down. I can keep what I have here. I do want to keep the big one. Okay. And I will bring it down. And I hope I will make it.
4, jackpot, Mr. Jan. Findest du verdammt Anker da machen, du? Du willst ankern? Mann! Jetzt bin ich ja Anker. Der Mann will ankern. Du willst also ankern? Ja! Na gut. Nein! Wenn dann mit zwei. Was hast du nun davon? Du hast deine Pläne verraten.
Gimmen ist alles möglich, ne? Vorhin hast du gesehen, ne? Das mache ich nicht normal, du. Jetzt weiß ich auch, warum ihr noch immer dabei seid, weil jede Partie dreht sich dreimal. Ich hoffe, das stimmt, was du sagst jetzt, Dirk, ja. Warten wir ab. So, das sind deine Würfel, ne? Mann, ja. Mann. Und deine Uhr. Dass du das da nicht gern gewinnen kannst. Diesen einen, ne? Ja, ja. Aber habe ich da etwas blöd? Aber 6-5 hat mir das alles, ne? Ich habe 6-5, ich habe alles. Also Mensch, verdammt nochmal. Ja, immer noch, aber egal. Immer noch, ne? Aber es war auf jeden Fall ein schönes Spiel, Ralf. Ja. Dirk, ich zeig dir nochmal eine Stellung. Aber nicht aus diesem Bett. Und ich muss, Najib, ich habe dich angeschrieben auf WhatsApp. Kannst du mir die Fotos schicken? Weißt du was? Mein WhatsApp funktioniert gar nicht. Ach so. Ich muss das nur jetzt aktualisieren, nur kann ich hier in der Türkei nicht machen. Kannst du mir SMS kann ich dir schicken. Ja, oder schick mir einfach mal. Dann von heute? Ja, von heute die Fotos. Ja. Machst du das? Ja. Kann ich das dann auch ein Foto, ein gutes Foto auf Facebook posten? Ich frage mich immer, wenn jemand mir ein Foto schickt. Selbstverständlich, das ist, ja. No? Okay. Aber das muss mit meinem Bild drauf sein. Das muss mit meinem Bild drauf sein. Nein. Okay. Ja. Gucken wir mal, wie die geworden sind. Ja, kannst du mir gleich schicken. 0-0 auf 7. Ja. Cube Action, schwarzes dran. Ach du Scheiße. Doppler in der Mitte. Ja. 0-0 auf 7. Let's go. Nothing. Score is nothing. 0-0 to 7. Fetchen ist stupid. Black is on roll. Also als Roter würde ich aber nicht mehr der Fresse. Das ist schon mal klar. Das ist die erste. Haben wir so eine Situation gehabt? Nein. Nicht. Nicht heute, ne? Nee. Eben, sagt sich. Wir haben sowas. Monte Carlo. Also als Roter würde ich aber. Ist das vom letzten? Vom letzten? Ich weiß nicht, ich würde noch nicht doppeln. Ja, ist auch kein Doppel, überhaupt kein Doppel. Nee, weil. Und so? Wo ist der Unterschied? Ja, die 5 kann man doch beide ziehen. Ja, aber trotzdem. Selbst wenn du da die triffst und rot strömt ins Außenfeld, du musst die beiden Steine noch. Ja, oder ist auch kein Doppel. Ja, nee, ich doppel das. Ja, mach mal. So, wir haben Play, ja. Ist finished? Ja, ist finished. 6 o'clock. Ach, 6 o'clock? Yes. What's the time now? Was haben wir als 6? Halb 6. Ja, okay. 30 Minutes. Okay. Viel Glück weiter. Ja. Danke. Oh, eine heiße Partie. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, wie habe ich bei den Doppel gegen euch gespielt? Irgendwie 6,5. Ja. Was habt ihr gespielt? 1,8. Oh. So. Wie ich, das war sie doch. Sehr schön. Ja, genau. Das 1,8. Ja. Wenn ich nicht reingeredet hätte, hätten wir doch besser gespielt. Das ist peinlich. Aber die werden wir, das Spiel werden wir weiter. Also,
Ja, ja, klar. Ja, aber alles immer gut. Ja. Jetzt habe ich auch bald wieder mehr Zeit und alles. Ja. Wie fühlst du dich so? Oh, eigentlich ganz gut. Ja, entspannt. Und morgen geht's. Ja, morgen fliege ich los. Ja, fliege ich nach Istanbul. Mittwoch ist dann noch irgendwie irgendwelche Promotions, irgendwelche Werbeaktionen. Am Mittwoch. Am Mittwoch, ja. Donnerstag geht's los. Der Markt ist dabei. Ja, ja, die sind heute schon in Istanbul bereits. Oder morgen. Also die sind auch heute schon. Die bereiten ja alles vor. Ja, die haben eine richtige Truppe. In the managed brackets, second chance final is just completed as well, so we know the names of our two finalists. First comes the bronze medal, third place, Andrei Nesterov, Ukraine. The finalists, yesterday we had the first one in the undermediate bracket, he will be challenged by Dorin Chedaru from Korea tomorrow. In dieser Stellung, das Übliche, ne? Das Übliche, okay. So. Da mache ich 6-3, ja? Hier ist noch ein Blatt. Warte mal, ich muss ihn selber auch. Kannst du mir auch alles selber machen? Ja. Wenn ich die gewinne, gewinnt das Match. Dann mache ich natürlich 6-3. Er kommt mit ein paar 6 raus und gewinnt die Partie noch. Ne? Also das war schon... Das ist noch 9-8 für mich. Da hat er gerade noch geangelt. Eine solche Partie. Vielleicht kommt da drüben... Kann also da nichts ausrichten, dann kommt er wieder mit dem Pasch nach Hause. Ja, mach ich. Das Rennen gewinne ich auch nicht, also das war eine scheiß Partie. Ansonsten, alles gut für ihn alles auch. Gut. Ja, ja, ich gehe jetzt gleich wieder aufs Zimmer und noch ein bisschen vorbereiten. Aber, ich ja, ich hab jetzt schon meine ganzen Matches, die letzten 50 Live-Matches, alle meine größten Fehler. Habt ihr das ausgewertet? Ich gucke mir meine Fehler an und versuche es zu sehen, ob ich fehlerhafte Tendenz habe. Fehler, die immer wieder kommen. Jetzt auf den letzten Schritt mache ich eine Liste von Sachen, wo ich aufpassen muss. Wo ich. Doch, ja, ich meine, bei 50 Matches habe ich ja jede Menge. Aber die sind ja auch. Ja, ja, doch, da sind einige Sachen. Zum Beispiel habe ich bei 4 weg, 2 weg, wenn ich selber 2 weg war, zu viel gefressen in so gerne prächtigen Stellungen. Und das schreibe ich mir alles in eine Liste, worauf ich genau. Viel mehr kann ich auch nicht machen. Ich muss immer mal Trainingsmatches spielen und da einfach so gucken. Wo spielst du dann? Gegen den Ski einfach. I give you 20 minutes. Break? No, finish, I won't. I give you 20 minutes. For prepare for the next one? Okay, that's plenty. There's a trick. You can, if you have two guys, one guy the first half and the other guy the other half, and then combine. So you are ready in 5 minutes. You are much smarter than me, than I ever be. When you are ready. I don't know. 30 minutes, I start.